empfehle, persönlich kennen, ich möchte ein gutes Gefühl haben, ich möchte, dass der Gründer vorankommt. Ich kann dem Gründer nicht garantieren, dass er erfolgreich sein wird, aber ich glaube, dass wir einen Unterschied machen können. Und daraus kommt sehr viel Befriedigung. Also klein bleiben, nicht unbedingt wachsen wollen. Ja, ich glaube, dass es ganz viele Größe gibt, ja, die klein bleiben wollen, ja, und die natürlich trotzdem dann zum Beispiel ein Buch von Ihnen lesen und dann sagen, was kann ich für mich herausziehen? Und da ist mir halt aufgefallen, da gibt es viele Punkte, die Sie für sich herausziehen können, aber es gibt auch so ein paar Fragen, die eben dann auftauchen. Und die habe ich Ihnen neulich in München gestellt. Da denke ich, haben wir die Unterschiede herausgearbeitet. Was mir halt deutlich geworden ist, Sie meinen eine relativ kleine Zahl von Gründern, die nicht unbedingt ein Hightech-Geschäftsmodell haben wollen, aber ein skalierbares Geschäftsmodell mit einer originellen Idee. Ich finde es absolut faszinierend, was da rauskommt. Es gibt aber einfach auch sehr, sehr viele andere Gründer, wo der Fokus ein anderer ist, wo sie sagen, okay, ist nicht meine Aufgabe als Hochschulprofessor, Leuten sozusagen einem angestellten Friseur zu helfen, ein selbstständiger Friseur zu werden, aber das ist eben die Zielgruppe, derer ich mich annehme und die jetzt vom Beschäftigungseffekt her nicht zu vernachlässigen ist. Mich ärgert es immer wahnsinnig, wenn zum Beispiel die IHK jetzt in dem gerade erschienenen Gründerreport 2010 schreibt, Gründung aus der Arbeitslosigkeit sind Notgründungen. Bitte schickt uns nicht so viele von diesen Leuten. Ja, wir wollen mehr Hightech-Gründer haben. Die Hightech-Gründer, die sich die IHKs wünschen, die wachsen halt nicht an den Bäumen. Das ergibt sich auch aus einer Gründerkultur im ganzen Land, die meines Erachtens auch Fortschritte macht. Man darf nicht einen wesentlichen Teil der Gesellschaft sozusagen so in eine Ecke stellen. Auch diese Leute brauchen Ermutigung, denen muss man das Positive aufzeigen. Und es ist so, nach jeder Befragung unter Gründern kommt raus, selbst die unter denjenigen, die aufgegeben haben, sagen insgesamt 97%, dass sie wieder sich selbstständig machen würden. Also es ist eine gute Erfahrung, selbst wenn es im Detail auch viele Schwierigkeiten und Herausforderungen gibt. Also und ich denke, das muss man stärker vermitteln auch. Auch in der Presse. Da müssten wir länger über Evaluation streiten. Wenn die Programme machen, evaluieren, kommen immer solche Ergebnisse raus. Aber das ist ein anderes Thema. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Aspekt. Zunächst mal klar, an der Universität sind wir nicht dazu da, dem Friseurgesellen jetzt die Selbstständigkeit, das ist ein natürliches anderes Gebiet. Ich finde auch nicht, dass die Selbstständigen in eine schlechte Ecke gestellt werden, sondern ich finde, dass die zwischen den Selbstständigen und diesen spektakulären Hightech-Gründungen in eine schlechte Ecke gestellt werden. Die Selbstständigen gibt es und da gibt es Programme und da ist die Arbeitsagentur und so. Aber es gibt ein breites Spektrum von Leuten, die mehr wollen als Selbstständigkeit, nicht dieses alles selber machen ständig, aber die nicht Hightech haben. Also wer hat schon von uns Hightech? Erstens braucht man ein Patent, man muss drin sein in dieser technologischen Entwicklung, das sind die wenigsten. Und da braucht man wirklich Kapital. Um ein iPad oder sowas zu machen, braucht man riesige Kapitalien. Können wir überhaupt nicht mitspielen. Aber wir können in anderen Bereichen mitspielen. Da haben wir eine Reihe von Gründungen, die das machen. Also ich würde gerne ein bisschen forcieren oder anschieben diesen Bereich der Zwischenselbstständigkeit und spektakulärer Gründung. Da gibt es eine Menge. Zwischen Friseur und Apple. Ungefähr so. Da gibt es ein weites Feld und dieses MyFotoBook ist ja so ein Beispiel. Da muss man nicht ein Patent haben, da muss man nur Bestehendes anders zusammensetzen. Oder Ratio Drink oder solche Sachen sind ja, wo man sich auch betätigen kann. Ich würde noch mal gerne auf einen anderen Punkt kommen. Dieses Selbstständigsein, dieser selber sein Chef sein. Also das, ich kenne das, das klingt so. Jetzt bin ich, mein Chef ist doof und jetzt bin ich dann selber mein eigener Herr. Sage ich mal die Gegenthese, dieses sein eigener Chef werden oder überhaupt Chef werden, ist manchmal der direkte Weg in die Hölle. Also vor allem, wenn man Angestellte hat. Ich sage immer, selbst der liebe Gott wäre wahrscheinlich kein beliebter Chef. Sondern als Chef, jeder, der mal Chef geworden ist und auch nur für 10 Leute, wo es noch überschaubar ist, ja, und wenn er noch so menschlich ist und wenn er noch so sozial ist, ist eigentlich der Idiot. Das muss man so sagen. Vor allem bei deutschem Arbeitsrecht und den Ansprüchen, die gegen einen als Chef gestellt werden, wenn man selber Gründer ist, brauche ich nicht ausführen. Das ist einfach nicht für Gründer mitgedacht worden und war ja auch nicht so entstanden.
müsste man da nicht ein Stückchen vorsichtiger sein und sagen, also dieser Traum, der eigene Chef zu sein, ist häufig ein Albtraum, nicht notwendig. Von daher leuchtet mir ein, zu sagen, mach es lieber alle selber und nehm keine Angestellten. Aber müsste man nicht auch ein bisschen warnen? Warnen Sie auch Leute und sagen, seien Sie vorsichtig, das kann auch ganz anders sich dann darstellen, als Sie sich jetzt erträumen. Es gibt natürlich, wenn man mit jemandem redet über seine Pläne und Vorstellungen und Einstellungen, Dinge, wo wir sagen, das wird so nicht ganz funktionieren. Ja? Stell dir diese Frage, also natürlich in einem Coaching macht man das fragegeleitet. Ich glaube aber, nach meiner Erfahrung brauchen die Gründer vor allem Ermutigung, weil viele Selbstzweifel und Ängste haben sie schon. Ja? Sondern ich denke, dass man durch die richtigen Fragen werden die Gründer dann Dinge ohnehin hinterfragen. Ja? So über selbstbewusste Gründer sind jetzt nicht das Hauptproblem. Ja. Ja, sondern es sind eher die Motivationslage von Gründern ist oft so, dass die jahrelang als Angestellte einen guten Job gemacht haben, dass sie hochmotiviert sind und dass sie sagen, jetzt kommt diese Situation, ich wollte kündigen oder irgendwie, also viele kündigen ja selbst von unserer Zielgruppe, manche verlieren den Job und sind dann eigentlich nach einer gewissen Überlegung dankbar dafür und happy. Und es geht darum, zu helfen und zu sagen, wie ein Pfadfinder, ich nehme dich jetzt auch mit auf dem Weg, dass du auf einem relativ kurzen Weg dahin kommst, wo du hin möchtest und nicht in zu viele Fettnäpfchen dabei trittst. Es ist so, wie Sie sagen, ein Hauptproblem bei der Selbstständigkeit neben dieser gesellschaftlichen Kultur, Selbstständigkeit als etwas Risikobehaftetes zu betrachten, was meines Erachtens objektiv nicht mehr stimmt. Ja, ich glaube, eine Anstellung kann sehr viel riskanter sein als eine Selbstständigkeit inzwischen. Ist der andere Faktor halt die ausufernde Bürokratie. Ich schreibe ja ein Newsletter, unser Newsletter hat über 80.000 Empfänger. Ich habe mir ein Thema vorgenommen, wenn man etwas ins Ausland verkauft, also wir zum Beispiel veranstalten eben Seminare in Österreich und der Schweiz, dann braucht man einen Steuerberater, nicht nur in Deutschland, sondern der sagt, naja, also mit Österreich kenne ich mich aus, nehmen wir einen Österreichischen, noch einen Schweizer, dann sagt der Schweizer was, dann sagt der Deutsche, weiß nicht, willst du nicht noch eine zweite Meinung einholen? Und ich kann ja gar nicht sagen, ich wollte ja einfach nur ein paar Seminare veranstalten, mehr nicht. Auf einmal habe ich da irgendwie eine Komplexität, die ist unglaublich und da sind wir völlig einer Meinung, die Gesetze werden für Siemens gemacht und sie gelten aber eben auch für kleine Unternehmer oder Selbstständige, die sie gar nicht kennen, also die überhaupt keine Chance haben. Ja, und es wird immer komplexer. Ein bisschen meine Aufgabe auch. Ich habe ja sozusagen den ganzen Tag Zeit, mich mit den Dingen zu beschäftigen. Dann mal zu sagen, seid ihr schon mal aufmerksam geworden, sozusagen Überblick, wenn ihr eure Umsatzsteuer-ID irgendwo eintragt oder einen Kunden aus Österreich habt, das ist das, was sozusagen der Gesetzgeber für euch vorgesehen hat. Und dann kann ich natürlich sagen, in dem Fall wäre es angebracht, einen Steuerberater zu Hilfe zu nehmen, der sich auskennt. Aber ihr habt jetzt auch die Informationen, um zu checken, ob der Steuerberater sich so weit auskennt, also ob der überhaupt das weiß, ja, was ich da schreibe. Aber das ist also wirklich ganz abstruse, ganz schlimme Sache. Man müsste meines Erachtens, so wie man Gender Mainstreaming hat, wo man eben guckt, was bedeutet das Gesetz für Frauen? Ja? Sind die spezifischen Situationen von Frauen mitgedacht? Das müsste man meines Erachtens auch für Gründer einführen. Bei jedem Gesetz ist bei dieser EU-Umsatzsteuerrichtlinie ist da mitgedacht, dass das auch irgendwelche Leute, die allein Einzelkämpfer sind und die auch einen Waldwiesensteuerberater haben, dass sie vielleicht auch mal was in Österreich kaufen wollen. Ja. Mit einer Umsatzsteuer-ID. Das müsste mitgedacht werden. Das fände ich eine ganz super Sache, eine tolle Aufgabe für die FDP. Also Sie sagen, es wird immer komplexer, das ist mein Argument auch, man kann es gar nicht mehr überschauen. Das ist auch rücksichtslos, was diese Verordnungen und Regularien da machen, vor allem gegenüber Gründern. Und man muss es vereinfachen und Sie sind sozusagen ein Stück weit Komplexitätsreduktion an der Stelle. Das leuchtet mir sehr ein. Genau. Vielleicht noch zum Abschluss, was halten Sie von dem Vorschlag zu sagen, Gründer so ein Jahr lang von so Bürgern,